Hallo und herzlich willkommen. Blutschlägermine Heroisch steht an. Ja, habt ihr richtig gehört. Wir sind in der zweiten Hero angelangt. Wir wollen hier das Quest-Item besorgen. Und deshalb sind wir hier. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, nachdem wir den Tisch zu uns genommen haben. Sehen uns, welchen Buff wir noch verteilen können. Werte haben wir schon, dann nehmen wir den. Und dann würde ich sagen, starten wir den ganzen Spaß auch schon. Wir brauchen den Flammenkern von hier. Ready, check. Ich bin nicht Gruppenanführer, deshalb kann ich keinen Ready-Check machen. Okay. Also, auf geht's. Schauen wir mal, was uns erwartet. Barfoot haben wir bekommen. Alles andere sieht auch gut, ordentlich aus. Haben wir, ja. Nahrung haben wir auch bekommen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo ich das hingelegt habe. Machen wir es mal dahin. Schilder sind aktiv. Sollten wir hier eigentlich im Trash keine Probleme haben. Ich bin hier drin für die legendäre Quest. Es geht um den Flammenkern für Khadgar. So, gehen wir erstmal rechts lang. Den nehmen wir einzeln. Ziehen ihn von der Gruppe weg, geben ihm Stun. Ja, vielleicht habt ihr in der letzten Folge gesehen, meine Garnison wurde angegriffen. Ja, der Jäger pullt mehr. Wollen wir mal schauen, ob wir das gehandelt kriegen. Die DPS in der Gruppe, die sieht ordentlich aus. Gut im Griff. Bin mal auf die Boss hier gespannt. Ist natürlich blind. Ich habe mir keine Guides angesehen vorher. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich bin einfach nur gespannt, was uns hier erwartet. Endlich macht der Jäger mal was. Hat ihn geeist. Gute Idee. Ich bin übrigens immer noch am Überlegen, ob ich raiden soll oder nicht. Vielleicht gehe ich diesen Raid-Browser mal ein paar Inis und nehme die Bosse auf. Ich denke mal, das werde ich schon hinbekommen. Als nächstes steht auf jeden Fall der geschmolzene Kern bald mal an. Bevor der wieder weg ist, also auf jeden Fall eigentlich. Schauen wir mal, ob der im Kalender Raid Beginn Hochfels von Talion eingeladen. Tja, Raid Beginn Hochfels. Ich sag mal, da habe ich das Equipment noch nicht für. Da fehlt mir das Equipment.
Gehen wir auf Nummer sicher und machen die hier weg. Durch meinen Superbuff habe ich durch die ganzen Hauerei, Garnison und so weiter nicht einen Kosten gehabt. Hier oben seht ihr es. Verlieren keine Haltbarkeit. Stehen wir jetzt gleich auch schon beim ersten Boss. Oh, kommt guter Schaden rein. Mein Totenkopf, damit die Leute wissen, auf was man hier gehen soll. Heilung sieht, ja, ganz ordentlich aus. Und tatsächlich unterbrechen, habe ich jetzt auch getan. Und das waren dann die Wachen. Und dann geht es zu Sklavenwärter Krushto. Wir warten, dass der Heiler volles Leben hat und dann geht's los. Los geht es. Bin gespannt, was er kann. Man kann es unterbrechen, das ist wichtig. Meine Sklaven, die gehören den Blutschlägern. Haben wir gleich. Agro habe ich so gut wie gut es geht übernommen. Wir gehen jetzt in die letzten Züge. Und haben ihn. Passt rein. Lief doch ganz gut. Super. Auf geht's zum nächsten Bus. Und der nächste Bus ist Magmolatos. Magmolatos. Der spannende Magmolatos. Und ich mache ein bisschen Schaden. Ich hau euch alle mal ganz schön aufs Bolzchen. Ne, Freunde. Ich bin der Magmolatos. Magmolatos, Magmolatos. La 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 la. Magmolatos, Magmolatos.
La 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 Magmolatos. Magmolatos. Und da hat er gleich den nächsten gepult. Kein Thema, wir machen immer alles an. Wir haben hier alles aktiv. Mittlerweile haben wir auch ein bisschen Tank-Erfahrung wieder gesammelt. Nachdem wir ein bisschen eingerostet waren, aber das geht ja schnell. Ah, jetzt kommt doch ein bisschen Schaden rein. Wir müssen aufpassen. Rüstung um 20% verringert. Aber wir werfen immer schadensreduzierende Spells an und dann geht das alles. Alles kein so großes Problem. Ich werde jetzt mal den Sound verringern. Und die Musik ein bisschen erhöhen. So. Wir kürzen hier ab. War mir auch noch neu. Olafs Schild. Was ein W... Soziales Verhalten 0%. Okay. Weiter geht's. Schauen wir mal, wie der Dudu-Heiler drauf ist. Ist natürlich jetzt so eine Sache, nachdem der Heiler da war, gute Arbeit geleistet hat, ist jetzt weg. Schauen wir mal. Dann wollte ich gerade schon sagen, da hat er sich bewiesen, ich bin tot, aber das war sehr, sehr knapp. Ja, meine Rüstung ist verringert. Weiterlaufen, okay. Haben wir. Damage sieht gut aus. Ja, habt ihr auch schon mal sowas erlebt, dass euch Leute einfach in der Instanz sitzen gelassen habt? Natürlich sehr unschön. Vor allem, wenn die Gruppe so gut am Laufen war. Und ich bei dem Heiler jetzt hier nicht so ein gutes Gefühl habe. Auch wenn ich jetzt nicht gestorben bin, aber
nicht so ein gutes Gefühl. Druidenheiler mag ich allgemein nicht so gern, muss ich dazu sagen. Das ist so ein eigenes Ding von mir, dass ich sie nicht so mag. Ja, wir haben Ads gezogen und das wird dann hier wohl ein Vibe geben. Ja, neuer Heiler, neues Pech. Weltklasse. So Leute sollte man auf deren Server aufsuchen. Schade, dass man sie nicht anflüstern kann. Dem würde ich gerne mal was sagen. Wen kriegen wir jetzt? Ein Mönch. Ach du Scheiße. Bla bla bla. Der Soundtrack ist nice. Kann nicht mehr gehen. Kann nicht mehr gehen. Will er jetzt nur das Schild holen oder was ist jetzt hier Plan? So, Freunde, weiter geht's im Programm. Es geht jetzt weiter hier. Magmolotus oder wie auch immer. Wie heißt er denn? Magmolatos. Müssen wir töten. So, jetzt gleich kommt der Boss. Heilung sieht gut aus. Bis jetzt, was ich sehen kann.
Und Harvard. Tja, die Leute, die gerade gelieft sind, haben jetzt natürlich die Arschkarte. Denn, so wie wir rausbekommen haben, müssen sie den Endboss töten, um die Quest abzuschließen. Und das haben sie nicht getan. So, sobald der seine Mana voll hat, gehe ich den Boss an. Ja gut, er trinken will er nicht. Gewartet habe ich. Magma. Ist kein Thema. Ist kein Thema. Was? Drehen wir das mal um, das ganze Spaß hier. Den geben wir in Stun. Ja, wir töten ihn, ja. Es dauert nur einen Moment. Ist auf heroisch, mein Kumpel. Oh nein, doch. Und da haben wir ihn. Schildhieb, oha. Also kriege ich einen Stun hier ab. Soll übrig bleiben. Okay, wir müssen aufpassen, ja. Was wirft er hier rum? Schauen wir uns mal hier richtig um. Verbrennt. Also kann man hier vielleicht doch rausgehen. Werde ich gleich mal probieren. Bis jetzt kann er nicht viel auf Hero. Ah, der heilt Bombe, der Typ. Also Hut ab. Da ziehe ich nicht nur einen Hut, da ziehe ich sie alle ab. Jeden einzelnen Hut ziehe ich ab. Ja, wahrscheinlich kann man hier rausgehen. Ich habe jetzt nicht den Plan, ob das wirklich so ist. Ist doch scheißegal. Der wird fallen. Der wird fallen, ob ich drinstehe bleibe oder nicht. Loot, nein danke. Loot, nein danke. Setz Warlords of Draenor. Loot, nein danke. Loot braucht man nicht mehr. Und da kommen wir auch schon zum vorletzten Boss. Davor haben wir noch ein bisschen Trash und dann sehen wir mal, was der vielleicht droppt. Wir haben uns das trotzdem nochmal angehört. Wir looten jetzt. Die sind schon alle weiter. Ja, mein Fehler. Lauf, Amand, lauf. Lauf, mein alter Pala-Freund. Frage Chat, ich immer in Chat was. What the fuck? Ich habe keine Ahnung, was das für eine Sprache war. Wenn ihr das verstanden habt. Was? What the fuck? Was will der denn von mir, ey? Bedeuten hat. Keiner weiß, was er von uns will. Er macht auch nichts. So, wir sind endlich angekommen.
machen wir erstmal die die Kleinen weg, würde ich sagen. So, Agro haben wir, mal wie immer. Das ist immer das geringste Problem. Den geben wir jetzt einen schönen Stun, dann haben wir Ruhe. Machen wir ein paar verringernde Sachen an. Machen wir mal Auge um Auge oder was das auch immer ist. Jeder für sich Auge um Auge, ja. Auge um Auge, Zahl um Zahn. Oder Zahl um Zahl, ich weiß das, ich kenne das Sprichwort nicht mehr genauer. Vollstrecker der Ananas. So. Falle sitzt, das ist ein Klick und dann passt das. Frage Chat, ich immer im Chat was. Ja, Frage Chat, ich immer im Chat was. Wenn mir einer erklären kann, was das bedeutet. Ich bin schon ein bisschen raus aus der PvE-Sprache. Bin auch nicht mehr der Jüngste mit meinen mittlerweile 30 Jahren. Wenn ihr wisst, was er damit meint, Hut ab, sagt's mir, schreibt's mir, E-Mails mir. Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein großes Rätsel, was er mir da sagen will. Aua. Aua, aua, aua. Machen wir mal schön hier alles an. Ist alles kein Thema mit. So. Und da haben wir ja noch einen. Opala. Mal, nehmen wir mal den im Solo-Schaden raus. Oh, da ist... Oh. Nicht übel, Herr Dübel. Ein Schmuck gedroppt. 1k Wert, 1,5k. GZ. GZ kann man auch mal dazu sagen. So. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall ausweichen. Sonst endet's böse. Boah. Okay, da sind die Intervalle. Er kommt zurück, das wusste ich nicht. Eieieiei. Das sind natürlich neu gewesen. Links. Links. Rechts. Ja, das Schild zu benutzen war vielleicht nicht die beste Idee. Hauptsache, wir schaffen ihn und es sieht gut aus. Wir schaffen ihn. Nochmal rausgehen und jetzt ist er down. Wer ist schneller, Bowser oder ich? Wieder kein Loot.
Mein Gott. Was ist denn hier los schon wieder, ey? Dieses elendige Loot-System. Tja, ihr habt schon in einigen Videos von mir gehört, wie ich darüber hergezogen habe. Hochgerechnet sind es bestimmt 10 Indies. Ja, aus Elendsgründen habe ich es mir dann alles schon selber gebaut. Ich gehe eigentlich nur hier rein, um Rap-Kosten zu sammeln. Macht er nicht. Eisfalle macht er nicht. Na gut, dann schauen wir mal, ob ich das überlebe. Ah, der Soundtrack ist Hammer. Jetzt Endboss steht bevor. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob dann Loot gibt. Aber ist dann auch eigentlich scheißegal, ob Loot gibt. Auch wenn ich vielleicht irgendwann mal gern raiden würde. Aber wenn es kein Loot gibt, kann man auch nichts ändern. Aber dann gibt es wenigstens das Quest-Item, das so wichtig ist. Na. Jawohl. Wir warten jetzt noch, dass er sein Leben einigermaßen im Griff hat. Sein Mana hat er im Griff. Null Problemo. Kann man rausgehen? Ja, mache ich dann nochmal. Tja, da wurde die Falle mal einfach aufgelöst. Schön stunnen. Und nochmal einen Stun verpassen. Und dann steht auch schon das Ende an. Der hat am wenigsten, den machen wir weg. Und dann geht's Gurgrok. Guckrock an den Kragen. Okay, Freunde, da haben wir ihn. Schauen wir mal, was uns erwartet. Wir haben hier in, 2 Aufträge fertig, da kümmern wir uns später drum. So. Auf die Welle, auf die Lelle. Ja, das warten wir erstmal ab, ne? Ich muss gucken, ob es hier Ads geben wird.
Um die Ads muss man sich kümmern. Ich schmeiß mal hier gerade alles an. Bis jetzt noch alles im grünen Bereich. Stun war schön. Mittlerweile brennt hier einiges, wir haben es aber im Griff. Das Element stunnen wir nochmal. Und der Boss ist in seinen letzten Atemzügen. Ich habe auch noch eine Hand auflegen, wenn es sehr knapp werden sollte. Wenn wir jetzt Glück haben, kriegen wir ihn down. Sauber. Jawoll. Jawollo. Jawollo. Tag noch. Adios und schönen Tag noch. Schinnen, schönen natürlich. Gruppe verlassen. Wow, also schöne Ini mit zwei üblen Loot-Zwischenfällen, wo die Leute einfach abbauen. So ist es manchmal. Wird man in WoW auch nie rausbekommen, weil da halt jeder irgendwie aus jedem Niveau dabei ist. Sag ich mal, ne? Freunde. Sag ich mal, ne? Ja, sag ich mal. So, zu euren Diensten, Kommandant. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ah, wir können das hier direkt abgeben. Dann gehe ich zur Garnison, zum Olaf. Na, Katka, wo bist du? Jawohl. Flammenkern, bitte sehr. Ich war wieder fleißig. Los zur Garnison. Da. Olaf, komm schon. Olaf, komm, mach hinne. Olaf, mach hinne, wir warten auf dich. Mann, Olaf, das dauert aber heute. Olli. So, da, um diesen Krimskrams hier. Hier im Gange und so. Da kümmere ich mich dann drum ein andermal. Jetzt nicht im Video. Wir holen uns noch von Olaf den Loot ab und dann kündige dich jetzt schon mal meinen Abschied an. Danke fürs Zusehen. Und Entschuldigung für die ganzen komischen Zwischenfälle. Aber ihr habt ja gesehen, manchmal kann man es halt nicht ändern. Olaf, hallo. Sack abgebautes Erz. Schauen wir mal, was da drin ist. Sack abgebautes Erz. Jawohl. Also Freunde, ich bedanke mich abermals fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, auf bald, bleibt mir